Hallo und willkommen zur Folge 235 hier heute am Mittwoch, obwohl es Samstag ist bei der Aufnahme. Naja, egal. Wir sind wieder am Start mit unseren Autos hier auf der. An der Algarve. Mit der Viper. Corvette, Entschuldigung. Von. Spielerkarre. Ja, Freunde. Müsst ihr auch mal bremsen in der Kurve. Schon mal was davon gehört? Was ist Bremsen? Negative Beschleunigung. Abkürzen, jawohl. Der Zocker hat schon wieder gar keine Tür mehr. Auf der linken Seite. Aber er macht Platz. Sehr nett von ihm. Der zweite? Nee, ich bin der achte. Achso. Fährst du mit dem NSX oder was? Nein, GTR, aber ich wurde am Start so weggehauen. Sehr gut. Abkürzt schon wieder, weil ich mit zwei Rädern ins Grüne komme. Ja, Grid-Logik. Because fuck you, that's why. Das, was ich gerade gemacht habe, hatte ich auch schon mal mit Abkürzen belohnt bekommen. Dieser langen Kurve ein bisschen rausrutschen. Boah, fick dich doch, du dummer Hose. Mein Gott. Bremst mitten auf der Geraden, aber also, ja, schon reinkrast. Oh, ich wollte ihn nicht hinten raufballern. Ja, jetzt bleib stecken, du doofe Auto, Wagen, Corvette. Boing. Ich glaube, da ist mir was hinten raufgeballert. Das klang erst so. Ich hätte mich natürlich auch resetten können, aber das wäre zu einfach gewesen. Wo treibst du dich rum? Zweiter. Ah, okay. Ich komme mir langsam näher. Der erste hat schon einen gewissen Vorsprung, weil ich jetzt die eine Kurve so extrem verkackt hatte. Ich war relativ dicht an ihm dran. Na, mal gucken. Zu Platz 3 und 4 habe ich ein bisschen Abstand. Wie lange? Und nicht viel. Und nicht lange, nein. So, ab in die letzte Runde. Und diesmal ein bisschen früher bremsen. Zum Beispiel hier. Ab 150, glaube ich, das Idealste. Ja. Ich habe so bei 125 gebremst. Das war wahrscheinlich noch ein bisschen zu spät. Meins war ideal bei genau 150. Ja gut, dein Nissan GTR ist auch ein bisschen schwerer. Nehme ich mal an. Na, ich habe ihn auch schon zum Fliegen gebracht. Hat er Flügel bekommen? Ja. Red Bull getankt? Jawohl. Red Bull verleiht Flügel. Oh, abkürzen, ja genau. Ja, ich habe noch eine Chance auf den zweiten Platz. Ja genau, wieder abkürzen, das ist richtig. Nein, ich bleib hängen! Was? Bist du mir hängen geblieben oder was? Ja, bist nicht unsichtbar geworden. Bei mir ist nichts passiert, du hast mich nicht mal berührt bei mir. Oh Gott. Ja, genau. Gib mir noch einen Stupser nach draußen. Ich hab dich nicht berührt. Bei mir hast du mich voll berührt. Komm, wow, abkürzen. Alter. Jawohl, aber aufs Gras. Gerechte Strafe. Ja, vor allem wie lange abkürzen hier gebremst wird, Alter. Das ist so behämmert in dem Spiel. Meine Pech, jetzt bist du noch Vierter. Ja, jetzt hat der andere nämlich hinter mir so viel Schwung. Das ist so bescheuert. Ich würde ihn blocken. Ja, mach ich auch. Eiskalt. Juhu! Noch Zweiter. Ja, das ist ungerecht. 1,17 mit der Kiste. Geht. Der Italiener muss natürlich zum Alfa Romeo greifen. Er wird dazu gezwungen, steht einer mit einer Waffe hinter ihm. Du nimmst den Alpha! Jo. Ja, ein bisschen verkackt. Keine saubere Runde gefahren. Sehr gut. Trotzdem Dritter. Hm. Ja, hätte auf jeden Fall besser sein können. So von der Geschwindigkeit her und so.
Wir sind jetzt im zweiten Rennen auf Yas Marina. Wir fahren 5 Runden und ich fahre den Audi von Terminator. Den Audi R8 LMS Ultra natürlich. Hilfe! Boing. Jetzt kriege ich abkürzen. Nein, kriege ich nicht. Gut. Schön reingesammelt. Abkürzen. Könnte mir ja nie passieren. Außer 5-mal am Stück und dann richtig. Oh, diese Italiener, Alter. Hauptsache mal schön die Kurve schneiden, wo einer schon ist. Und wo treibst du dich jetzt rum? Platz 6. Ah, abkürzen. Ja, natürlich drehe ich mich weg. Es ist vollkommen logisch. Ich stups ihn schräge von hinten an. Ich drehe mich weg, er fährt in Ruhe weiter. Natürlich. Das war ja nicht nur ein Stups, das war ein richtiger Rempler. Ich kann nur einen Kopf schütteln. Mhm. Der Monster Truck hat das Rennen aufgegeben. Konnte keinen Platt fahren. Ja, ein bisschen schwenken zum nicht abkürzen. Hier steht ein Zenvo. Das war wahrscheinlich der Zocker. Ja, das war der Zocker. Ja, genau. Weil ich einen Meter wieder rausrutsche, muss ich natürlich erstmal wieder 5 Sekunden lang abkürzen kriegen. Ganz ja, wichtig. So recht wahrscheinlich. Ja, weil ich habe da nicht mal einen Vorteil von gehabt, weil das an der im Kurvenäußeren war. Am Ausgang der Kurve. Naja. Dass dieses Spiel quasi tot ist von Seiten der Programmierer, das wissen wir auch schon nicht erst seit heute. Ja, vielleicht geht ja noch was nach vorne, aber ich glaube nicht. Ich halte mich wacker auf Platz 4. Neue Bestzeit aufgestellt. Hm. Ja, ich auch. 44,78. Ja, das war zu Recht. Ich hab vor mir alle 3. Ich könnte noch Erster werden, aber die hauen sich nicht raus. Ja, die fahren doch Agera, oder nicht? Oder sind die hinter dir? Nö, der eine Agera war hinter mir. So. Das ist dieser Louis, der fährt irgendwie gar nicht. Komisch. Naja, Platz 4. Mit der Kiste. Solide. Zwei Agres hatte ich vor mir. Und mal wieder 6. Meine Rundenzeit war so schlecht. Ja, meine war auch nicht so der Burner. Aber also wirklich habe ich auch nur 1 oder 2 Runden sauber hinbekommen. Ja, eine eigentlich, die 3. Ja, meine war auch die 3. Oder die 4. war's. Ja, das war es soweit erstmal vom zweiten Rennen. Dann geht's gleich weiter, wo auch immer das sein wird. So, Rennen Nummer 3 in Dubai mit dem Nissan Nismo R34 GT R Z-Tune oder Z-Tune von Snickers Ranger.
Und gleich knallt es wieder gewaltig. Ja, war schon nicht übel. Wow. Dann kam er dahinter vom Golf. Wenn er kommt, dann richtig, ne? Ja. Boah, die Kurve ist scheiße. Die ist mies, die ist mies. Und Handbremse runter. Boah, godlike. Naja, bei mir nicht ganz so godlike. Wow. Hallo, links. Oh nee, Alter. Das ist eine total offene Kurve und er rutscht erstmal schön raus. Ich fahr parallel zur Wand, ich drehe mich nach links weg. Hm. Das ist ein Schwachsinn. Das kennen wir ja schon von dem Spiel. Na, kriegst du ihn vielleicht noch, oder weißt du nicht? Na, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Oh, da habe ich die Kurve mal wieder richtig schön scheiße genommen. Ich auch gerade. Sonst hätte ich ihn gehabt. Aber nein. Oh, mach ich Idiot denn da die Lenkung wieder auf? Oh, ist das blöd. Ab. So, letzte Runde schon. Jo. Hätte ruhig noch eine Runde mehr sein können. Oh ja. Oh, ich komme ran, ich komme ran. Ich könnte ihn noch fegen. Vielleicht klappt's ja. Ja! Vorbei! Oh mein Gott, Alter. Boah, dieser blöde. Ja, genau, der dreht sich weg und. Ja, da ist er wieder, ich wollte gerade sagen. Alter, der kriegt demnächst einen auf die Fresse. Aber so richtig. Oh mein Gott. Vor allem, er wird vor mir resettet, Alter. Das ist so bescheuert. Wir stehen an derselben Stelle. Ich resette mich zuerst, muss wieder losfahren. Er wird 20 Meter vor mir resettet. Das ist so bescheuert. Einfach nur, ey. Der kriegt jetzt absolut nur noch auf die Fresse, wenn ich die Chance habe dazu. Wer dann? Ja, der 8 Lucky 70. Haut mich voll aus der Kurve, dann werde ich resette, will an ihm vorbeifahren, er zieht wieder rüber. Weil er ja natürlich wieder vor mir resettet wird, logischerweise. Das ist so behämmert, diesem dämlichen Dreckspiel. Du wirst halt so ein Arschloch-Idiot immer bevorteilt. Es ist jedes Mal so. Jo, leider. Blöde Idioten von Codemasters, echt. Wenn sie nicht programmieren können, sollen sie es sein lassen. So, das vierte Rennen ist jetzt in Brands Hatch. Mal in die andere Richtung wieder. Ich fahre den Charger von Sogge. Und hinter mir steht mein neuer Freund aus Italien. Dem ich erstmal geschmeidiges Rennen versauen werde, soweit ich kann. Boah, nur Idioten unterwegs. Ja. Willkommen im Club. Was ein Hurensohn, Mann! Er muss mich ja mit Absicht rausschmeißen. Meine Güte. Ja, ist klar, Alter, was er eben hat. Ist richtig. Ach, diese 8. Meinst du diesen 8 Lucky 70? Ja. Okay, warte mal. Bam! Oh, lecker. Hab ich den jetzt weggefetzt? So, ich habe ihn auch nochmal an die Wand gedrückt. Boah, immer diese Franzosen, die nicht fahren können. Ja, wie er die ganze Zeit wieder schön durchsichtig ist. Das ist so dreckig.
Ja, der rammt alle weg, dieser Idiot. Den müsste man eigentlich kicken. So, dritte Runde. Ja, natürlich ist er mit dem Golf so schnell und fährt so eine engen Kurven teilweise. Ist klar. Ah, Noob. Letzte Runde. Welcher hatte dich denn rausgerammt? Mit dem Goldener war das, ne? Das war bei mir in der ersten Runde. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab bloß gesehen, dass ich auf einmal weg bin. Aber ja, so. es war der auch dieser Ford, dieser Ford-Typ. Der Goldene. Hab mich auch schon dreimal rausgehauen jetzt. Hab mich wieder versucht, auf der Dächstelle rauszuhauen. Ich hab ihn dann so abgepflückt. Der ist so weit geflogen. Oh, schön in die Wand genagelt. Frankreich, da wo es hingehört. Ans Ende des Feldes. Mal wieder. Italien gehört auch noch dahin und dann sind wir glücklich. Da steht jetzt das letzte Rennen an mit dem Bugatti von Multilappen. Jetzt sind wir in Miami. Und hinter mir ist ein MP412C und ein Agera. Aha. Oh. Ja, natürlich. Mein Auto fährt los und bleibt erstmal stehen, ist klar. Wieso gibt's hier keine Resets? Achso, weil ich noch nicht über die Ziellinie rüber war. Sehr gut. Man könnte sich ja auch mal resetten, oder? Wenn man mitten auf der Strecke steht. Ja, der Wolf hat wieder versucht, mich zu rammen, der 8 Lucky 70. Ist hinter mir in die Wand eingeschlagen. Oh mein Gott, das ist ja blöd. Was ein Lappen. Was hast du gemacht? Ich hab einen Bugatti überholt, weil er einen Fehler gemacht hat. Und dann wollte er mich weghauen. Dann war ich ihm zu schnell dafür. Dann hat er sich gegen die Bande geknallt. Und hat sich weggedreht. Sehr gut. Ich hoffe, ich jetzt noch zwei Runden halten kann, Erster zu bleiben. Bin gespannt. Malibu ist weg. Oh, ich bin relativ gut unterwegs hier mit dem Bugatti. Gefällt mir momentan. So, mal gleich wieder rüber wechseln auf die linke Seite. So. Damit wir diese Kurve etwas besser nehmen können. Oh, wie schön er sich jetzt im Moment fährt. Er driftet sogar ganz angenehm. Bugatti ist ein schönes Auto. Naja, schön würde ich nicht sagen, er fährt sich halt gut. Optisch gefällt er mir eigentlich überhaupt nicht. Also was jetzt nicht am Design von Multilappen sieht, sondern nichts an der Form. Er sieht halt aus wie ein halbes Ei.
würde mal sagen, dieses Rennen habe ich mal ganz leicht für mich selbst entschieden. Ungepimptes Auto gewinnt. Juhu! Oh, ich bin zufrieden mit dem vierten Platz. Lief ganz gut soweit. Super Leistung. Das gibt einen Schulterklopfer. Kannst du einen Facebook-Post machen und den selber liken. Habe ich gut gemacht. Ja, habe ich. Gefällt mir. Und dann noch kommentieren, hast du gut gemacht. Ja, danke. Ich möchte auch meiner Familie danken und all meinen Fans. Und natürlich auch Gott. Das muss jetzt Erfahrungspunkte regen und Geld. Oh, ich hatte die zweitschnellste Runde. Nicht, nicht. Na gut. War ein gutes Rennen, soweit. Abgesehen vom Start. Gut, mal gucken, was ich kriege als Vierter. Oh, Leihwagenstrafe. Cool. 50%? Ja. Ich krieg 24.000. Muss bei mir das Doppelte rechnen. Ich krieg jetzt 12.000. Sprich, ich hätte eigentlich auch 24.000. Das ist so geil. Naja. Na toll. 24.900 insgesamt. Ja, Stufe 70 immer noch. Ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann am Freitag. Tschüss.